Apple iPhone 8 oder Huawei Honor 8X, das fragen sich viele von euch. In diesem Vergleich treten beide Handys gegeneinander an. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Produkte unter dem Video verlinkt. Design. Im Bereich Design ist das iPhone 8 mit 83:50 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit, 27 Gramm leichter, 0,5 mm dünner, 9,3 mm schmaler und 22 mm kürzer. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das iPhone 8 mit 60:59 Punkten haarscharf vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser. Hat TouchForce bzw. 3D Touch. Das Honor 8X hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 22% höhere Pixeldichte, 2,5-fach höhere Auflösung und 38% größere Bildschirmgröße. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das Honor 8X mit 79:66 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 45% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher und hat einen externen Speichereinschub. Das iPhone 8 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 128 GB mehr interner Speicher und 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das iPhone 8 eindeutig mit 79:55 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, unterstützt Serienbilder, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und 3 mehr Blitz-LEDs. Das Honor 8X hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 1,8-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2,3-fach mehr Megapixel der Frontkamera und es hat eine Doppelobjektivkamera. Audio. In der Kategorie Audio ist das Honor 8X mit 62:44 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Das iPhone 8 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und ein Mikrofon mehr. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das iPhone 8 eindeutig mit 78:49 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Kann kabellos aufgeladen werden und unterstützt schnelles Laden. Das Honor 8X hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. 2,1-fach mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Honor 8X knapp mit 76:72 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Unterstützt 2 SIM-Karten, ist ein Mehrbenutzersystem, bietet Offline-Spracherkennung, ist kostenlos und Open Source, unterstützt Java und 69 mehr Sprachen unterstützt. Das iPhone 8 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 1,5-fach schnellere Uploads, 396 mehr Smiley-Icons verfügbar, hat einen Barometer, hat AirPlay und unterstützt sofortige Markierung. Ergebnis. Mit 61 Punkten liegt das Apple iPhone 8 in der Gesamtwertung eindeutig vor dem Huawei Honor 8X mit 50 Punkten. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch.
Falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.